Es gibt somit immer nur eine einzige Frage von Relevanz für alle Sprechwesen. Und in dieser Form formuliert heißt sie: Gibt es diese Grenze oder gibt es sie nicht? Denn wenn es sie gibt, dann stellt sich die Frage, warum gibt es ein Sein, das sich selber und vor allem mich in die Existenz geworfen hat, mit dem gleichzeitigen Urteil, dass dieses Gewordensein, diese Werdensentscheidung mit dem Fatum dann versehen ist. Es müsse unweigerlich wieder verschwinden ins Nichts. Gibt es diese Grenze oder gibt es die nicht? Wenn es sie gibt, gibt es Werden und Vergehen, Leben und Tod. Aber warum und wozu diese Grausamkeit, Absurdität, etwas zu erzeugen, wenn es danach wieder verschwinden muss? Oder wenn es sie nicht gibt, dann ist alles nur Illusion. Illusion nicht nur des Tödlichen, sondern auch Illusion, dass das Leben gar kein Leben ist, sondern nur ein gespieltes Kino hinter doppelten Aquariumscheibenbrillen. Vergleiche unsere früheren Videos, in denen wir uns als uns selber sehen und nicht bemerken, dass wir in diesem Sehen und Gesehen werden immer außen vor sind, aus uns selber und nie im Leben drin mehr sind, nie mehr im Realen sind, sondern nur noch geflügelte Augen sind. Also, ebenso wie Parmenides sagt, oder jeder zen-buddhistisch-oszilloskopische Augenblick sagt, alles ist immer nur ein einzig ewiges, stillstehendes Foto. Und die Illusion dieser Einzelbildchen aneinandergereiht ergibt dann die heraklitische Wirklichkeit des immer bewegten und nie stillstehenden und den damit verbundenen Trost, dass die Kette der Wiederkehren immer weiter schon gehen würde und damit die Ewigkeitspersistenz erzeugt würde und in der Vertilgungsreihe der Körper das Ganze schon gut käme, da bei jeweiligen Überschreiten der Grenze, wie hieß dieses kleine Rädchen in dem Film On the Road, der die Kinoprojektion erst ermöglicht, der sozusagen mit einer exzentrischen Hebelbewegung das Bildchen ein nach dem anderen weiter buxierte in einem Ruck und dann wieder anhielt. Sonst würde das alles verschwimmen. Also eine Art exzentrische Kurbelwelle wie in jedem Motor und in jedem Geschlechtsapparatur. Punkt, 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 wir machen wieder mal Pause.